Und Felsblöcke. Achso, das ist, wenn ich wieder so ein Rondell, dann muss ich einmal außen rumlaufen, bis ich da irgendwas gefunden habe. Was ich noch nicht sage, ich weiß es nämlich schon. Ach, war hier schon der Boss. Verdammt. Da wurde ich doch noch gar nicht. Konnte ich auch noch gar nicht. Danke. Oh. So. Heißt, hier kann ich noch nicht weiter. Hier unten kann ich noch nicht durch, kann ich nicht durch, weil da zwei Felsblöcke sind und der eine würde den gegen den anderen schieben und dann könnte ich nicht weiterschieben und... Gehen wir dann hier links. Oh. Hä? Da bin ich ja wieder hier. Gut, dass ich verliere euch kein Leben. So. Nee, da kann ich, obwohl, wenn ich... Lande ich denn auf der Plattform? Nee. Gehen wir doch mal wieder nach links. Na. Das muss ich gerade mal überlegen. Wie war denn das noch? Hier hinten kam ich nicht weiter, weil da Wasser war. Da muss ich doch die Fische. Du bist entdeckt. Ja, schön. Kann schon mal passieren. Wenn man hier nicht gerade schleichen durch die Gegend läuft. Was hattest du noch? Ach ja, stimmt. Der Sonnenbaum. Tricky. Ach verdammt, verdammt. Ach verdammt. Ach verdammt. Ach fuck. So, das wollte ich machen. Das hat schon mal gut geklappt. War doch so. Und jetzt, wenn ich hier reinspringe, komme ich unten. Unterm Wasser raus, genau. Jetzt kann ich auch hier noch eine Wunderknolle absammeln. Also schon ein paar Mal ins Wasser fallen. Achso, es ist wahrscheinlich... Ja, genau. Erstmal hier hin. Ich verliere hier ganz schön viel Leben. Das will ich nicht so... Finde ich nicht so doll. Ah ja, die oben, die konnte ich ja nicht so greifen, weil die hinter so einem komischen Gestrüpp waren.
Lassen wir die anderen einfach mal Pflanzen sein. Gegen Gift. Schon mal gut. Davon habe ich reichlich. Wovon habe ich denn reichlich? Wahrscheinlich eine große Wunderknolle. Ja. Nutze ich die doch mal. Und es ist eine große Wunderknolle. Wunderbar. So soll es sein. Ah, noch ein Vitalitätstrank. Den diesmal trinke ich ihn gleich. Mit den normal. Und jetzt hier links. Verschwinde. Verschwinde. Und verschwinde. Gut. Aufgeräumt. Ach, ich muss glaube ich noch mal nach ganz unten. Bei ganz unten gibt es noch was ganz Tolles. Ich verrate aber noch nicht was. Ja, Fische lassen wir auch Fische sein. Oh, nee, hier kann ich ja glaube ich ganz runterfallen. Ja, stimmt, hier geht's ganz runter. Zum Grundwasserspiegel. Ja, hier war ja die schöne. Das sieht doch so schön aus. Oh, eine Pflanze! Nächste Pflanze! Lilly! Riesenblätter. Und jetzt kann ich schwimmen. Jetzt kann ich schwimmen. Ach, Fluffy, lass mir Ruhe. Obwohl die Musik ist gut. Ich kann schwimmen! Hoppala, hoppala. So, was hast du so zu sagen? Ja. Und ein Kristall! Entschuldigung. Ist schon spät. Kommen wir auch zu Gegenden, wo wir vorher nicht hinkamen. Wenn wir erstmal diese ellenlange Wurzeln hochklettern können. Oder geklettert sind. Ja. So soll es sein. Jetzt kann ich auch hier in dieses schöne lila Wasser springen, wenn ich wollte. Aber muss ich jetzt nicht. Glaub mir einfach, ich kann es. Doch, da muss ich jetzt.
Dann muss ich ja wieder den Stein verschieben. Ich tue euch nichts. Tut mir nichts. Obwohl, PvP. Oh, ich tue euch was. Ich weiß nicht, was das mit dem Entdeck zu tun hat, zu sagen hat. Von wem bin ich entdeckt? Komm schon, da liegt ein Goldbahn. Gott sei Dank. Critical. Nee, hier war ich noch nicht drin. Glaub ich. Ja, stimmt. Jetzt kann ich hier ja auch weiter schwimmen. Im blauen Wasser. Jetzt kann noch mal ein bisschen tiefer. Und noch tiefer und noch tiefer. Und jetzt bin ich ja noch bei... noch einer Lilly. Tautropfen. Wie der weiß? Entschuldigung. Meine Güte. Wie der weiß, Tautropfen helfen gegen Vergiftung. Und Dehydrierung. Jetzt kann ich auch dank den Tautropfen den Moloch angehen. Was ist denn jetzt los? Wo war der Moloch eigentlich? Och, jetzt wurde ich verseucht. Da muss ich ein Gegengift nehmen. Sonst kriege ich ständig Schaden und dazu habe ich keine Lust. So, war hier immer noch? Ich glaube schon. Zumindest hier oben irgendwo. Zum Moloch. Können 14 was dann? Ja, schon reichlich. Ich glaube, das ist auch wieder eine große Knolle. Ja. Nein. Bringt mir ja nichts. Ausgerüstet. Ach, stimmt. Ich kann ja auch während des Spiels einfach mal die Knolle futtern, also während des Laufen im Spiels. Hoppala, hoppala, hoppala. So,
Entschuldigung, die Verzögerung. Aber da klingt Telefon. Was brauchst du jetzt? Ach so. Auf X. So, ja, nee, Telefon klingelte gerade eben und deshalb musste ich einmal kurz die Aufnahmen unterbrechen. So, jetzt kann ich auch den Moloch besiegen. Was? Wieso? Was? Hä? Ich hab doch die Tautropfen. Man sollte es vielleicht auch ausrüsten. Jetzt dürfte mir nichts passieren. Hä? Warum? Ah. Man sollte es auch benutzen. Rüste ich mich nochmal mit Knollen aus. Jetzt geht das, glaube ich. Giftiges Gas, das dritte. So, Moloch, wo bist du? Da bist du. Ah ne, ich muss ja. Ich entreiße dich dem Sonnenbaum. Oh, macht aber auch Schaden. Oh. Was? Ich hab doch... Ach scheiße, ich hab nicht... Oh, Gott. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Fuck. Fuck. Hab ich denn noch das Blatt und alles? Muss ich nur zum Moloch laufen oder muss ich jetzt alles nochmal neu machen? Ich bin ja noch Level 9. Nee, ich muss ja geradeaus runter. Mal eben gucken, wenn ich ins Wasser springen kann, dann habe ich das Blatt. Ja. Dann muss ich nur zum Moloch hinlaufen. Hier. So. Schauen wir nochmal eben kurz. Die Vorzüge eines Emulators. Einmal kurz abspeichern. Open State. No. Nicht laden. Pick State 5 wollte ich. So speichert man. So speichert man das ab. Man kann es auch über einen Hotkey machen, aber ich weiß jetzt nicht, worauf der gesetzt ist. Abspeichern. Ja. So. State 5 saved. So, Moloch der Zweite. Ja, ich weiß. Ist ja gut. Du willst Action, ne? Oh, 15 Schaden macht er. Das sehe ich jetzt erst. So, das ist denn doch besser. Jetzt kommt die schwierige Phase. Der ja raus, dann muss ich den da oben erwischen. Wenn er sein Auge aufmacht. Ah, die Viecher. Ich
war das? Welcher Angriff macht jetzt am meisten Schaden? Nee, der war's nicht. Hauptsache, mach Schaden. Oh, 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 oh. So, 6 Schaden. Jetzt kommt er raus. Nee, doch nicht. Scheiße. Ah. Komm schon. Achso, es geht ab Schaden. Oh, Knolle. So. Timing ist alles. Na, jetzt kommt er raus. Da oben. Oh, Knolle. Ja, benutzen. Taktikänderung. Na. Die Taste. Oh. Jetzt kommt da wieder die Küche raus. Die sehen aus wie so ein Tisch, der umgekippt ist und lebt. Jetzt. No. Nämlich 2. Kostet ja nichts. So. Ah, das finde ich ja praktisch. Vielleicht mache ich ja jetzt mehr Schaden. Und ich habe einen mal hier. Ah ja, 5 Schaden. Ah, los komm. Mach dein Auge auf. Jawoll! Das war der Moloch. Sieht hat. Ja. Hm. Ah, was für eine Pflanze wird das wohl werden?
Aber die Cutscene, die haben die, also diese Cutscene, weiß ich schon, was passiert. Das haben die echt schön gemacht. Ein Löwenzahn. Ich glaube auch das Lied, das hört man auch nur jetzt bei dieser Cutscene. Ich glaube nicht, dass die das noch irgendwo anders verarbeitet haben. Ganz schön viele für einen Löwenzahn, so eine Löwenzahnpflanze. Da fliegt sie nun. Oh, ich sehe gerade, ich bin schon längst über der Zeit hinüber. Dann werden das zwei Parts. Ach ja, das war ein echt schöner Moment damals, als man den gesehen hat. Es ist alles grün, alles schön, nicht mehr so alles braun und grau und siffiger Boden und kein Sauerstoff. Jetzt läuft man hier halt links, man kann darüber Blümchen mit den Blümchen schnacken. Das ist hier ist ja der Sonnenbaum. Der Flora-Zauber. Was ist mit denen passiert? Alles okay, du? Konnte man die nicht essen? Nee. Irgendwas hier kann man essen. Da ist er wieder. Puh. Suizidpflanze. Mit der Hilfe der Tiere. Wisst ihr Bescheid, die werden gefressen und ausgekackt. Boah, der beste Dialog ever. Schnapp. Oh, ich wollte nicht raus. Ja, so grün. Alles grün, bis auf die kleine Wüste da unten. Gut, ja, ich werde jetzt hier mal einen Cut machen. Ich lege mal das Gamepad zur Seite, damit ich wieder an meine Tastatur komme. Ja. Gut, ja, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es heißt, die Vögel zu befreien. So wie gerade eben schon von der Pflanze angesprochen. Gut, ja, und bis dahin, adieu.